Dear Ewan, I've never spoken German with you, but now since you have a little worm in your ear that will translate what I say, I'll speak German so everyone can understand the words I've chosen for you. So now German. Lieber Ewan, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie unglaublich ich mich gefreut habe, als ich gefragt wurde, ob ich diese Laudatio für dich halten will. Gar nicht so sehr, weil ich jetzt hier stehe, sondern vielmehr, weil ich wusste, dass wir uns dann heute wiedersehen. Ich habe es immer bewundert, mit was für einer Gelassenheit, Detailverliebtheit und Freude du Tag für Tag bei Our Kind of Trader ins Set gekommen bist. Und mit genau dieser Präzision und Lebensfreude Leidenschaft sieht man in jeder Bewegung deiner Charaktere, Ray, Emmett und Mark, in Fargo und Trainspotting 2. Ja, es sind nur zwei Projekte, aber es sind drei Rollen. Denn in Fargo spielst du gleich zwei Brüder auf einmal. Was für ein Geschenk, aber auch was für eine Herausforderung zugleich. Und ich glaube, mein Vater hat dir das allerbeste Kompliment gemacht. Er hat nämlich nach Folge 3 gefragt, für welchen der beiden Brüder ich denn jetzt eigentlich die Laudatio halten würde. Lieber Ewan, du kannst den etwas überheblichen Gewinner genauso wie den rührenden Loser so nuancenreich innerhalb ein und desselben Projekt spielen, dass man überhaupt nicht mitbekommt, dass ein und dieselbe Person vor einem steht. Und dann spielst du auch noch Mark, der Ja zum Leben sagt, in der Mitte dieser beiden Extreme so transparent, dass man das Gefühl hat, dass du höchstpersönlich vor einem sitzt. Also das ist eine so unglaubliche Wandlungsfähigkeit und hohe Schauspielkunst. Dazu kann man dich wirklich nur beglückwünschen und dafür bewundern. Es ist mir aber vor allem deshalb eine so große Ehre, dir heute diesen Preis geben zu dürfen, weil ich dich nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Menschen sehr schätzen lernen durfte. Mit deinem Schalk im Nacken, deinem Humor, deiner so liebevollen, unkomplizierten Art gewinnst du jede Person um dich rum im Nullkommanichts für dich. Du engagierst dich für hilfsbedürftige Kinder und Tiere in Not und trotz deiner absoluten Traumkarriere bist du komplett bodenständig und nahbar geblieben. So bodenständig, dass du mir mit einem herzhaften Lachen erst nach 2 Wochen gesagt hast, dass man dich Ewan und nicht Even ausspricht. Lieber Ewan, ich durfte sehr, sehr viel von dir lernen. Und ich danke dir von Herzen dafür, dass du so viel deiner großen Lebensfreude jeden Tag abgibst. Und ich gratuliere dir von Herzen für diesen sehr, sehr wohlverdienten Preis. You can tell everybody. Würden Sie mich bitte begleiten? That this is your song. Ich scheiß drauf, Schotte zu sein! Glauben Sie an Gott, Sir. Du wirst ein Jedi werden, das verspreche ich dir. Also, wir werden alle alt und dann bringen wir es nicht mehr. Und das war's dann, hm? Ich bin 46 und im Arsch! Was hast du so getrieben? Hab einen Buchhaltungskurs belegt. Sie hat immer gehofft, dass du wieder nach Hause kommst. Nimmt er noch Heroin? Nein. Und du? Nein. Sag ja dazu, nie aus deinen Fehlern zu lernen. Sag ja dazu, dass sich Geschichte wiederholt. Sag ja zum Leben. Ihnen helfen? Was kann ich tun? Von der Nummer 1 der Geldwäscher in der russischen Mafia. Hat er Ihnen kein Geld angeboten? Oh doch, aber ich habe abgelehnt. Er sagte, seine Kinder würden sonst getötet. Seine Familie da rauszuholen ist alles, was er will. Das ist das einzig Wichtige für ihn. Er hat mir nicht genug zum Verhandeln geliefert. Ich muss die ganze Zeit an ihn denken. An seine Familie. Die Kinder. Du bist der Parkplatzkönig von Minnesota. Dein Bruder ist ein Loser. Er ist kein Loser. Ja? Immer steht was zwischen uns und dieser Streit geht mir genauso. Ich fühle mich auch nicht gut. Wir haben einen Ex-Knacki mit einer Klimaanlage getötet. Und bis jetzt funktioniert die Vertuschung, aber es ist ein langer Weg raus aus der Scheiße. Hallöchen, Emmett Stassi. Dabei will ich Sie doch nur zum reichen Mann machen. Sehen Sie sich doch mal um. Ich bin schon reich. Ich rede jetzt mit meinem Bruder. Du möchtest über Geld reden. Und wie ich das sehe, schuldest du mir immer ich noch was. Ich schulde dir was?
Das war's dann für mich. Und die goldene Kamera in der Kategorie bester internationaler Schauspieler geht an Ewan McGregor. Thank you so much. That's nice. Thank you. Das ist toll. Vielen Dank. Evan McGregor. Thank you so much. Ja, vielen Dank. Pronouncing my name wrong all those years. Sie hat all die Jahre, all die Wochen meinen Namen falsch ausgesprochen. Es ist wirklich toll, hier zu sein. Großes Vergnügen und diesen Preis zu empfangen. Ich bin so dankbar. Es ist fantastisch, für das letzte Jahr für Trainspotting 2 gewürdigt zu werden. Das ist ein Projekt, das mir wirklich sehr am Herzen liegt. Und es ist eine echte Herausforderung, eine Fortsetzung von einem Film zu drehen, der so wichtig war und so was Spezielles. Danny Boyle hat aber etwas ganz Tolles gemacht. Er hat was Tiefschürfendes geschaffen. Und ich verstehe langsam, was es bedeutet, älter zu werden. Und es ist, war auch toll, bei Fargo dabei zu sein. Das hat mein Leben echt verändert, in der Serie zu spielen. Das hat mir echt Spaß gemacht. Und das hat übrigens alles, das Lustige ist, das hat alles hier in Hamburg angefangen. Als ich 19 war, vor 29 Jahren, da hatte ich hier meinen ersten Auftritt als Schauspieler hier in Hamburg, vor Publikum. Das war in der Theaterschule. Und ich erinnere mich nicht mehr, es gab ja eine Schauspielschule oder Musikschule hier in Hamburg. Ich erinnere mich nicht an den Namen. Und die haben da Schauspielstudenten aus der ganzen Welt zu ihrem 100. Jahrestag gebeten, ein Shakespeare-Stück aufzuführen. Wir haben dann eine Woche lang hier Workshops gemacht und das war fantastisch. Ich war 19 und endlich von zu Hause weg und mit diesen ganzen anderen Schauspielern in einer anderen Stadt und hier in Hamburg, das war wunderbar. Wir haben jeden Tag Workshops gemacht und jeden Abend hat ein anderes Land Shakespeare aufgeführt und wir waren die einzigen britischen Schauspielschüler. Und wir haben, glaube ich, das schwächste und uninteressanteste Shakespeare-Stück auf die Bühne gebracht. Also scheiß drauf. Entschuldigung. Also, ihr habt damals zu dem 19-jährigen Jon gesprochen und wenn ihr mir dann gesagt hättet, 2018 bist du wieder in Hamburg und kriegst hier einen Preis, dann hätte ich sicherlich nicht geglaubt, was ihr da erzählt. Aber ich bin jetzt so froh darüber und ich war so glücklich. Ich hatte so ein Glück, mit so tollen Leuten arbeiten zu dürfen, kreative, wundervolle Menschen zu treffen. Also, Naomi, Alicia, ich habe mit so fantastischen Regisseuren und Kollegen gearbeitet. Ich hatte eine fantastische, eine richtig tolle Zeit, eine verdammt gute Zeit. Danke für den Preis. Ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Abend. Herzlichen Glückwunsch, Ewan McGregor.